Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Böhm Hörakustik. Wir sind hier auf der EuH, Europäischer Kongress für Hörakustiker. Und heute sind wir bei dem CI-Hersteller, Cochlea-Implantat-Hersteller MedL. Hallo Christian, hallo. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Kannst du ein bisschen was über MedL erzählen? Wofür steht MedL und was macht euch aus? Ja, gerne. Also die Firma MedL ist ja schon seit sehr vielen Jahren im Hörimplantatbereich tätig. Und der wichtigste Aspekt, der uns am Herzen liegt, ist die individualisierte CI-Versorgung. Individualisierte Versorgung bedeutet, wir haben Softwarekomponenten, die die Hörschnecke im Innenohr ausmessen können, die richtige Größe ermitteln, sodass wir für jeden Patienten das perfekt individuelle, passende Hörimplantatsystem auswählen können, beziehungsweise die Chirurgen auswählen können. Okay. Ihr habt unterschiedliche Produkte. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Ja, natürlich. Also im Hörimplantatbereich sprechen wir nicht nur von CI, also Cochlea-Implantatsystemen, sondern wir haben auch vibratorische Hörimplantatsysteme. Das heißt, die Vibrant Soundbridge als Mittelohrimplantatsystem oder die Bonebridge als Knochenleitungsimplantatsystem. Immer dann, diese Systeme kommen immer dann zum Einsatz, wenn herkömmliche Luftleitungshörgeräte nicht ausreichend sind oder nicht den gewünschten Hörerfolg liefern. Darüber hinaus sind wir sehr innovativ und haben noch weitere Hörlösungen mit elektrischen Stimulationsmöglichkeiten. Das Produkt Stivell ist eins, wo man entsprechend Körperfunktionen durch elektrische Stimulation wieder aktivieren kann. Oder auch der Larynx-Stimulator, da gibt es auch ein Produkt, an dem geforscht wird, bei Stimmlippenparese. Auch das ist ein Produkt, was bei der Firma MedL bald auf den Markt kommt, beziehungsweise an dem wir forschen. Und wir haben auch ein Hörgerät, das Etier. Das ist ein Knochenleitungshörgerät. Was ist da die Besonderheit? Es ist ein druckfreies Knochenleitungshörgerät. Genau, das einfach mal rundum das Produktportfolio. Und um das abzuschließen, haben wir nicht nur aktive Hörimplantatsysteme, sondern auch passive Mittelohrprothesen. Das wiederum ist natürlich eher für die Chirurgen interessant, wenn man zum Beispiel die Gehörknöchelchenkette zum Teil oder vollständig ersetzen muss. Also ein breites Portfolio, viele Produkte und vor allem dann halt eben, wenn das, also dann interessant, wenn das normale Hörgerät nicht mehr wirklich ausreicht, genau, und andere Lösungen halt herkommen müssen. Genau. Herzlichen Dank. Gerne. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, gucken Sie gerne bei uns auf der Webseite vorbei oder kommen Sie bei uns im Studio vorbei. Unsere Webseite www.böhm-hörakustik.de oder gerne auch direkt bei MedL informieren. Auch das ist eine sehr gute Möglichkeit. Herzlichen Dank. Schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Danke.